ruft ihn sofort herunterzulassen. Orville und Bill Tate holen die Haltetaue ein und bringen den Gleiter sicher zur Landung. Bei den folgenden Starts ersetzt eine Eisenkette das Gewicht des Piloten. Die Brüder nutzen die unbemannten Flüge, um Messungen durchzuführen. Mit einer einfachen Fischwaage, die sie mit der Hauptleine verbinden, registrieren sie die Belastung bei unterschiedlichen Windstärken, bis ein Missgeschick die Arbeit unterbricht. Ein Windstoß reißt den Flieger aus der Verankerung, die Maschine wirbelt durch die Luft und endet als Trümmerhaufen auf dem Boden. Die rechte Tragfläche ist zerstört, Leisten und Rundhölzer überall gebrochen, Drahtseile zerrissen. Die Brüder suchen den Rest zusammen. Zurück im Lager spielen sie mit dem Gedanken abzureisen. Am Morgen darauf stellen sie fest, der Schaden ist schwer, doch die Reparatur nicht unmöglich. Orville berichtet der Schwester: 3 Tage verbrachten wir mit Flickarbeit, hielten das Zelt fest und gingen zum Jagen. Der Wind frischt immer stärker auf. Das Wetter macht beinahe jede Arbeit unmöglich und raubt den Brüdern nachts den Schlaf. Orville berichtet an Catherine: Der Wind rüttelt am Schornsteinrohr und die Planen schlagen wie ein Dauergewitter. Wenn wir draußen die Leinen nachziehen, blendet uns treibender Sand, der in dichten Wolken alles verweht. An anderer Stelle schreibt er der Schwester: Die Einwohner von Kitty Hawk kamen früh am Morgen. Manche beobachten uns auch aus ihren Fenstern, um zu sehen, ob unser Lager noch da ist. Die Einheimischen sind nicht sicher, was von den Brüdern Wright zu halten ist. 2 Yankees, immer in Arbeitszeug und mit dreckigen Kragen. Wir müssen uns nirgends vorstellen. Wo immer wir auftauchen, spricht man uns mit Mr. Wright an. An der gesamten Küste. Dass man sie für reich hält, ist ungewohnt. Die Brüder entdecken, dass ihre Anwesenheit den örtlichen Handel überfordert. Wir besitzen mehr Geld als die Einheimischen und kaufen die gesamten Eiervorräte der Stadt auf, sowie alle Konserven im Laden. Ich fürchte, darunter haben einige zu leiden. Nach 3 Tagen Reparatur ist der Gleiter wieder in der Luft, diesmal ohne Pilot. Sanfter Wind trägt die Maschine, doch nicht das Gewicht eines ausgewachsenen Mannes. Sie überredeten Tom Tate, sich in den Gleiter zu setzen und ließen ihn in nicht zu großer Höhe fliegen. Er machte das einige Male und so ist er einer der ersten Flieger, ein Kind aus Kitty Hawk. Für den Wind bot der Körper des Jungen einen geeigneteren Widerstand als eine Eisenkette. Wilbur ist wahrscheinlich der einzige unter den Flugpionieren, der versuchte, die Auftriebskraft seiner Maschine zu messen. Sie verließen sich nicht einfach auf die Daten, die von Otto Lilienthal und anderen stammten. Sie holten ihr Wissen buchstäblich aus dem Wind. Eine einfache Fischwaage zeigte ihnen, welcher Druck auf der Maschine lastete. So fanden sie heraus, wann ein Flugzeug zu fliegen beginnt und setzten einen Windgeschwindigkeitsmesser ein, um die Windstärke zu ermitteln. Beides zusammengenommen ermöglichte ihnen, die Leistung genau anzugeben. Doch warum liefern die Tragflächen des Gleiters so wenig Auftrieb? Die Flügel seiner Maschine sind nach Tabellenmaßen des großen Otto Lilienthal gebaut. Wilbur Wright ist irritiert. Andere berühmte Flugpioniere wie Octave Chanute haben die gleichen Tabellen benutzt und gute Erfahrungen damit gemacht. Die Verspannung der Tragflächen erwies sich als zuverlässig. Doch erst wenn sie mit dem freien Flug beginnen, werden sie herausfinden, ob die Steuerfunktion des Höhenruders sicher ist. Orville berichtet seiner Schwester in Dayton: Wir haben das Ding seit den ersten Tagen nicht mehr wirklich geflogen. Wir haben nur Experimente durchgeführt, manchmal mit einer beinahe 30 Kilo schweren Eisenkette. Wir haben es mit dem Schwanz nach vorne, nach hinten und nach allen Seiten probiert. Als wir damit durch waren, konnte Will nicht mal mehr theoretisieren. Ich bin stolz, erreicht zu haben, dass er die Fliegerei nicht an den Nagel hängt. Die Zeit in Kitty Hawk geht zu Ende. Wilbur weiß, dass er seine Angst besiegen und in die Maschine zurückkehren muss. Nicht als hilfloser Ballast, sondern als Pilot auf einem Gleiter. 2 Tage später hilft Bill Tate, die Maschine zu den 6 Kilometer südlich gelegenen Kill Devil's Hills zu transportieren. Mit Bill und Orville an den Tragflächen hält sich Wilbur in der Mitte bereit. Auf sein Zeichen setzen sich alle 3 gegen den Wind in Bewegung. Wilbur wirft sich auf den Gleiter, die anderen laufen mit, so lange wie sie können, und bleiben dann zurück.
Das Höhenleitwerk spricht zuverlässig an. Am Abend sind sie in der Lage, Flüge von bis zu 15 Sekunden Länge durchzuführen. Der Bann ist gebrochen. Wilbur Wright fliegt. Es war die letzte Gelegenheit des Sommers, bemannte Starts durchzuführen. Bald müssen die Brüder ihr Lager für dieses Jahr abbrechen. Wilbur war zusammengerechnet kaum 2 Minuten in der Luft. Doch er ist erleichtert und ermutigt. Seine Flugmaschine funktioniert. Später sollte er schreiben: Wir kehrten nach Hause zurück mit dem sicheren Gefühl, einen Punkt erreicht zu haben, an dem wir aufgrund praktischer Erfahrung sagen konnten, dass wir unseren Verstand nicht vergeblich eingesetzt hatten. Ein weiterer Fortschritt: Orville Wright hat endgültig für das gemeinsame Projekt Feuer gefangen. Ab Winter 1900 benutzt Wilbur in Briefen und Artikeln wir statt ich. Der neue Flugapparat für das kommende Jahr soll größer sein und viele Verbesserungen aufweisen. Besonders bei der Gestaltung der Flächenprofile wollen sie kein Risiko eingehen. Sie erhöhen die Wölbung und passen die Tragflächen den erprobten Profilen Otto Lilienthals an. 9 Tage vor der Abreise nach Kitty Hawk erreicht Wilbur ein Brief von Octave Chanute. Der Veteran fragt, ob 2 seiner Mitarbeiter die Brüder Wright begleiten dürfen, um seine neueste Konstruktion zu testen und ihnen bei ihren Experimenten zur Hand zu gehen. Widerstrebend willigt Wilbur ein. Am 7. Juli 1901 brechen die Flugpioniere nach Kitty Hawk auf. Sie errichten ihr Zelt abseits der Stadt, in der Nähe von Kill Devil's Hills, am gleichen Ort, wo Wilbur im Jahr zuvor erfolgreich gestartet war. Zum Lager gehört ein einfacher Hangar als Unterstand für die neue Maschine. Die Ankunft des ersten von Octave Chanutes Männern und seinem Flieger wird von einer unerwarteten Plage begleitet. Mit Edward Chalmers Hufacker halten, wie Orwell es formuliert, Schwärme von Moskitos Einzug. Der Sand, das Gras, Hügel, Bäume und alles war buchstäblich mit Moskitos überzogen. Sie stachen uns durch unsere Wäsche und die Socken hindurch. Mein ganzer Körper war voll geschwollener Stiche, groß wie Hühnereier. Die nächsten 10 Stunden verbrachten wir in hoffnungsloser Verzweiflung. Am folgenden Tag versuchten wir zu arbeiten, doch alle Versuche schlugen fehl. Nach 1 Woche nimmt die Plage ab. Inzwischen erscheint der 2. von Octave Chanutes Technikern, George Alexander Spratt. Er erweist sich als nützlicher Helfer. Wogegen Edward Hufacker schnell den Ruf erwirbt, anmaßend und faul zu sein. Außerdem leiht er Dinge aus, ohne zu fragen. Ende Juli ist der Aufbau des Gleiters beendet. Die Brüder Wright beginnen mit ersten Flugversuchen an der Leine. Wilbur ist wie im Vorjahr als Pilot vorgesehen. Schon der erste Start vom Hang des großen Kill Devil's Hill zeigt die Schwachpunkte der neuen Maschine. Wilbur ist gezwungen, erhebliche Veränderungen am vorderen Höhenruder vorzunehmen, um den Gleiter in der Luft halten zu können. 2-mal gerät der Flug außer Kontrolle. Die Spitze bäumt sich auf. Durch die Schreie der Helfer am Boden gewarnt, kriecht Wilbur nach vorne. Jedes Mal landet der Gleiter sicher am Boden. Die Männer sind alarmiert. Die beiden Manöver erinnern zu sehr an den tödlichen Unfall Otto Lilienthals. Wilbur schafft an diesem Tag einige beeindruckende Flüge. Einer führt über 90 Meter weit. Doch der erste Eindruck der neuen Maschine bleibt widersprüchlich. Die in Anlehnung an Otto Lilienthal neu konstruierten Tragflächen bringen nur einen Bruchteil des erwarteten Auftriebs. Sie wären gerne zur alten Bauweise zurückgekehrt. Doch der komplette Umbau des Gleiters war hier draußen nicht zu leisten. So erfanden sie ein einzigartiges Verbindungssystem. Stangen wirken auf die untere Tragfläche ein. Kabel ziehen die obere Tragfläche herab. Im Zusammenwirken verändern sie die Wölbung der Flügel. Die Umbauten sind fast abgeschlossen, als Octave Chanute im Lager eintrifft. Die flugbegeisterten Männer beginnen sofort mit den ersten Erprobungsstarts. Schon nach den ersten Flügen weiß Wilbur, die neue Tragflächenkonstruktion arbeitet einwandfrei. Doch immer noch bleibt der Auftrieb des Gleiters weit hinter den Erwartungen zurück. Während eines Fluges spürt Wilbur, dass die Maschine gefährlich nach links abkippt. In einem kurzen Moment der Verwirrung reagiert er zu spät. Der Absturz ist unvermeidbar.
Die Wucht des Aufpralls schleudert den Piloten nach vorne durch das Höhenruder.